So, und damit hallo und herzlich willkommen zum zweiten Forza Town im April 2017. Und dieses Mal heißt er, der Frühling ist da. Verweisen grüßt den Frühling, weil jetzt so Ende März und Anfang April ist ja quasi Frühlingsanfang. Und im Bild, ja, das sollte sein der Jaguar F-Type, wie heißt der? Project 7, glaube ich. Ja, ein nettes Teil. Und es gibt wieder mal vier Herausforderungen oder vier Sachen zu gewinnen auch. Und zwar darunter auch zwei Autos. Aber erst werde ich mal alles vorlesen. Und zwar das erste ist Tempomat. Schließen Sie ein Rennen in einem AMC-Auto ab, um ein Scheunpfundgericht zu erhalten. Also es gibt dann einen Scheunpfund, aber erst muss man ein Rennen abschließen in einem AMC, den ich gerade übrigens auch fahre. Dann Nähmaschine, verfügen Sie 10 durchs Nadelöhrfähigkeiten, um 50.000 Credits zu erhalten. Ja, geil. Dann noch ausgeschwenkt, schließen Sie drei Beschleunigungsrennen oder auch Track Races ab, um 55.000 EP zu erhalten. Auch cool. Cool und ja, okay, cool. Und noch dreifach. Was schließen Sie? Ach, schaffen Sie es unter die ersten drei eines Online-Rennens, um den Dodge Dart Superstock Horizon Edition zu erhalten? Das ist quasi, glaube ich, der Wagen. Ist das der, der beim Drag Race so gut war, oder war das der Dodge Dart Hemi? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist er wahrscheinlich mega schnell. Und wir fangen mal oben an, würde ich sagen. Also ein Rennen in einem AMC-Auto abschließen. Zwar AMC steht für American Motor Company, logischerweise eine amerikanische Marke, die vor, also die Muscle-Cars herstellt, wie man hier gut sehen kann. Und zuerst habe ich gedacht, fahren wir ein Straßenrennen. Alter. Die Wagen ist übrigens mal ausnahmsweise Serie. Aber es ist ja ein kurzes Rennen eigentlich. Das sollte zügig gehen. Dann halten wir unser Scheunfunk-Gerücht. Den Scheunfunk, den weiß ich. Den werden wir, denke ich mal, diese Folge oder auch im Let's Play nicht suchen. Weil erstens, ich habe im Let's Play so viel vorher im Voraus aufgenommen. Das ist ja den ersten, glaube ich, in den 110er oder 120er Folgen. Aber ich werde euch dann gleich sagen, wie das Scheunfurt heißt. Und was das für ein Auto ist. Denn das weiß ich schon. Ist nichts Besonderes, aber. Gut, oh, es regnet. Es schüttet wie aus Kübeln. Ist natürlich nicht so praktisch. Ja. Okay, Beschleunigung ist geil. Wir müssen das nur abschließen, nicht gewinnen. Das ist unwichtig. Okay, nettes Feld hier. Viele relativ alte Autos und auch coole Autos, so ist ja nicht. So, auf jeder Gang. Scheiße, Kurvenlage. Ja, von der Beschleunigung scheint er nicht gar nicht so verkehrt zu sein. Mit der Topspeed, der ist nicht so geil. Ja, Kurvenlage auch nicht. Denn eigentlich haben so gut wie alle Muscle Cars aus dieser Zeit, so 60er, 70er, nur vier Gänge. Und der vierte geht halt auch nicht bis 270 oder so, was er halt irgendwie noch schaffen würde, der Wagen, vielleicht. Weil der hat über 300 PS. Also ist ja nicht so, dass er irgendwie mega langsam ist. Also das kann schon was. Der vierte geht halt nicht so lang, deswegen bin ich jetzt schon ein Drehzahlbegrenzer. Bei 180 oder 170 km/h. Immer so 220, 230 wird er vielleicht schon schaffen. Einige auch vielleicht 240 oder 250. Aber die haben leider meistens nur vier Gänge. Deswegen da irgendwie die Topspeed rausgenommen werden muss. Ja, seine Kurvenlage läuft. Was Sound ist geil, ne? Ist halt logischerweise ein V8 Heckantriebveranstaltung. Also ich würde mal sagen, so typisch amerikanisch. Also klischee-mäßig mehr oder weniger. Alter, ne? Regen, Nacht, der Wagen schwimmt wie ein Boot. Eieiei. Eieiei. Ach du Heilige. Ja. Man sieht, das ist kein Handling-Monster. Absolut nicht. Ja, hol mal ruhig, mein Freund. Was fährt denn da? Was Kleines. Moin. Entschuldigung, kann ich glaube ich besser. Ja, das ist die Leistung, ne? Ordentlich Leistung, ordentlich Drehmoment. Sieht schon an. So. Der erste, 70% des Rennens ungefähr rum. So wird das ein kurzes Rennen. Also die Strecke, die sah ziemlich kurz aus. Ja gut, der Wagen ist ziemlich langsam. Aber die Strecke war dafür sehr kurz aus. Deswegen.
Kurz 220, 230. Er schafft er nicht, ich bremse schon mal. Ich hab mich jetzt noch verbremst. Obwohl ich 20 Kilometer vorher gebremst habe. Alles klar. Aber nur auf den zweiten zurückgefallen. Noch. So, ciao. Lass mal den besseren durch. So, komm. Und aufs Ziel. Wunderschöner erster Platz. So muss das. Ach, ein Toyota. Achso, ein Toyota war das. Also der Toyota Corolla für mich. Oder i86 heißt der, glaube ich. Dann kam ein Plymouth Fury, 90er Charger, Camaro, Lexus SC300. Nice. Dann kommt schon Ford Falcon, 300 SEL. Nice. Ein Volvo 242 Turbo, eine Chevelle, noch eine alte Chevelle. Und der Subaru Brat oder Brad oder wie auch immer als Horizon Edition. So, und auch das erste abgeschlossen. Tempomat. Die es ein Forza nicht gibt, was ich ja eigentlich auch nicht schlimm finde, mein Gott. Aber wir brauchen mal eine Idee fürs nächste Horizon, falls es eins geben wird. Ich glaube, beim Motorsport wäre ein Tempomat unnötig, logischerweise, aber jetzt so ein Horizon. Wenn wir den, denke ich mal, nicht so oft benutzen. Obwohl. Ich brauche erstmal zum Cruisen, ne? Also mit ein paar Leuten. Stand er sich auf 100 ein und dann ist eigentlich niemand schneller. Und da kann man auch eigentlich keine Unfälle bauen, theoretisch. Na, wäre schon nicht schlecht. So. Boss, ich habe mit einem der Roadies auf der Hauptbühne gesprochen. Da draußen wartet ein zurückgelassenes Auto, auf das er sehr gespannt ist. Er hat diese Rock'n'Roll-Geste mit den Hörnern gemacht und so. Aha. Wir gehen. Nee, ich wechsle mal kurz mein Auto. Dann suchen wir das. Deswegen würde ich sagen, bis gleich. Auto nicht gewechselt oder zumindest noch nicht, aber Scheune gefunden. Ich zeige es mal kurz auf der Karte. Ist relativ, ich würde sagen, noch nah an der Autobahn dran. Und nur den Weg hier hoch und dann ist die Scheune hier quasi schon. Also nicht großartig schwer versteckt, was auch nicht so schlimm ist. Die Wagen seht ihr gleich. Ich kann euch hier nur schon mal sagen, es ist der AMC Pacer X von 1977, das weiß ich. Aber sehen werden wir ihn gleich erst, nach der Sequenz. Alles klar, dann sehen wir mal, was dahinter steckt. Cool, jetzt ergibt alles einen Sinn. Was ist es? Ein AMC Pacer natürlich. Komm schon, sag mir nicht, du hast den Film nicht gesehen. Oh, hilf mir einfach, den hier rauszuschaffen. Ja, den Film habe ich nicht gesehen, falls es einen dazu gab. Du hast wirklich nicht den Film gesehen? Ist ja auch egal. Es ist ein tolles Auto. Lass es mich nur reparieren. Na, tolles Auto. Es gibt sicherlich von dem Wagen Fans, aber ich bin davon definitiv keiner. So, haben wir ihn abgeschlossen. Den Rest machen wir mit einem zweiten Wagen. Deswegen kommt noch ein Cut. Ich sitze jetzt hier im 2017er Aston Martin DB11 aus dem, ich glaube, Playseat Carback. Und jetzt machen wir mal die Erfolg Nähmaschine. Das heißt, wir müssen 10 durchs Nadelöhrfähigkeiten machen. Dafür muss man zwischen zwei Autos, die nebeneinander fahren, halt durchfahren, ohne sie zu rammen. Ich habe hier oben rechts auch den Erfolgstracker angemacht. Das heißt, das ist seit dem letzten Update so. Du kannst bei Erfolg den Fortschritt auch direkt ins Bild anblenden lassen. Halt, weiß ich, wenn du hier bei dem Erfolg musst du ja 10-mal diese Fähigkeit machen, kannst halt sehen, wie viel du davon schon gemacht hast. Und musst dabei dann nicht immer irgendwie in die Folge rein switchen. Ist ziemlich praktisch. Wir gucken mal, was ich jetzt noch schaffe. Der Wagen ist auf S1 getuned. So. Gib mal ein bisschen Gas. Ist glaube ich nicht verkehrt. So, bis jetzt sind da noch nicht so viele gefahren. Fahrzeuge. Biegen auch alle ab hier, die Lutscher. So, einen haben wir schon wieder gemacht. So, das ist da oben ziemlich praktisch, wie ich finde. Noch ein. Ja, ich glaube, so ein bisschen Streifen geht, aber halt nicht so mega ram, das zählt dann einfach nicht.
So. Mal hier weiterfahren, würde ich sagen. Ja, am besten wir drehen einfach mal um. Das ist nämlich besser. Das noch mal gerade zu machen, als irgendwie auf einer relativ kurvigen Straße. Der verzwölft, der ist geil, auch mit dem Twin-Turbo. Das kann schon was. Ich wäre Sackmotor besser gewesen, aber mein Gott. Ja, moin. Das war ein nettes Auto. So, abbiegen, jetzt noch nicht. So. Ah, wo bleiben die Autos hier alle? Oh, wäre der nicht abgebogen, wäre das perfekt gewesen. Der hätten wir super durchgepasst. So. Das war wohl einer, jawohl. Ja Mann, jetzt. Es läuft doch. Jetzt, das war doch geil, ja. Das war auch gerade ziemlich geil. Das hat doch was gebracht, ja. Oh, wir drehen mal wieder um. Ja, die Straße ist nicht so schlecht, wenn da gut Verkehr ist. Wir brauchen, glaube ich, noch zwei oder drei, na, vier Stück, denke ich mal noch. Ja, dürfte hinkommen. Das sollten wir ja vielleicht sogar schaffen. Alter, das ist gut. Das war mega viel. Nicht gut. Und geschafft. Bam. Dort haben wir auch die 50.000 Credits bekommen. Nice. Kurz an. Ja, ist schon nicht schlecht. Jetzt müssen wir noch drei Drag Races abschließen und oder die und aufs Podium kommen bei einem Online-Rennen. Das mache ich gleich und deswegen kommt noch ein Cut. So, das erste Beschleunigungsrennen. Oh Gott. Oh, ja, Gott. Ist mir egal. Ich muss es ja nur abschließen und nicht gewinnen. Und die ersten drei komme ich sowieso auch. Ja, da war schlecht ein Start, ey. Meine war auch nicht gerade besser, aber trotzdem. Den siebten kann man machen hier mit dem One-to-One. Ich meine, ja, so aus dem Stand 1,6 Kilometer in 22 Sekunden. Ist jetzt nicht so verkehrt, ne? Genau, das hast du gezählt. Wir sind nämlich unter die ersten drei gekommen. Was bei zwei Leuten logisch ist. Und auch schon eine Sache abgeschlossen da oben bei ausgeschwenkt. Deswegen fehlen noch zwei andere Drag Races. So, Drag Race Numero 2, Nummer 2. Aha, nicht schlechte Autoauswahl. GT350R und ein Ford GT. Ich glaube, ich verkackt. Die Felgen, Alter. Der Start war scheiße, aber ja. Man hat es, glaube ich, gehört, Lambo-Motor. Ich glaube sogar bei beiden, oder? Kann das sein? Vielleicht auch Allrad? Gut. Aber Gewinn ist ja hierbei nicht wichtig, nur abschließen. Ja, gut. 19,6 Sekunden. Alles klar. Und die Felgen vom Shelby, Alter, warum? Das sieht so scheiße aus. Das ist alles mal Geschmackssache, aber wirklich, das hat wirklich nichts mit Geschmack zu tun. Das ist fängt darauf zu klatschen. Für den Lambo-Motor und Allrad. Auch so eine Sache, die ich nicht gut finde. Noch dieses eine Rennen und dann haben wir heute wieder mal alles geschafft. Fährt jetzt nur der Ford GT mit, aber ein anderer, glaube ich sogar. Ich weiß es gar nicht. Weil der von eben gerade, der war nicht rot. Oder nicht so rot. Der letzte.
Alles klar. Und falls ihr fragt, warum der Wagen so scheiße fährt, der ist jetzt nicht auf Blackwasser oder irgendwas gebaut, einfach nur auf Spaß. Nicht für möglichst fit VIP oder möglichst guten Topspeed, dafür ist der sich speziell für irgendwas aufgebaut. Einfach nur so zum Spaß. Ja. Läuft bei ihm. Unter 20. Ich leider über 22. Ich meine, gut, für 1,6 Kilometer, also. So, sie haben alle Erfolge in diesem Spiel freigeschaltet. Also so muss das. Steht da oben rechts und auch damit den letzten Erfolg für den Forza-Ton gemacht. Leider kein Wheelspin, schade. Da war ich das diese Folge leider nicht. Naja, dann gehe ich mal kurz wieder in den Offline-Modus. Einzelspieler. Geht's doch Wheelspin? Hä? Warte, warte. Jetzt. Wegen dem EP-Schub, ne? Den wir davon bekommen haben. Als Belohnung. So. Corvette Horizon Edition. Und ich bekomme 40.000. Die Corvette nicht, aber hat mich auch nicht gestört. Stört mich auch nicht. Bei Wagen würde ich eh wieder verkaufen. So. Man kann das jetzt auch wieder sehen. Alles abgeschlossen, alles geschafft. Ging auch eigentlich relativ zügig. Ich meine, die Aufnahme, die ist 40 Minuten lang. Also wird ja vieles rausgecuttet. Ja. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen, beim nächsten Fortsetzen oder im Let's Play, dass es natürlich weitergehen wird. Das ist noch lange kein Ende in Sicht, aus meiner Sicht zumindest. Und dann würde ich sagen, ich bin raus und ciao.